Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Mit mir, Wigmann. Beim letzten Mal. Jo, was ist beim letzten Mal passiert? Ah ja, da hatten wir einen super Run mit Isaac. Ja, der war richtig gut. Bin ich stolz drauf. Schön. Schön, 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 schön. Als nächstes würde ich ja meine Serie weitermachen. Und das bedeutet, mit Kane in die Chest. So lange, bis die Serie reißt. Hoffentlich nicht jetzt schon. So, ganz kurz gucken. Ich verstehe das mit dem 6. nicht. Was bedeutet das? Ist das Luck? Wenn ja, wir haben den Luckfoot. Das ist, auf jeden Fall ein Luck-Up. Es garantiert sogar unglaublich viel Glück. Mhm. Kane mit Tough Love ist Bombe. Das kann ich so schon mal sagen. Es ist so eng hier. Freunde, was ist denn los? So. Was haben wir hier? Ansutz. Dann. Das war eine Karte, ne? Spalten mal! Ich muss eh noch nach dem Treasure Room suchen. Da war ein blauer Stein und ich habe gar nicht gemerkt, dass wir eine Bombe haben. Also haben wir gleich auf jeden Fall noch was. Boah. Kane ist stark, das Bruder kam mir das jetzt nur so vor. Das war ein One-Hit. So, und weiter. So. Noch eine Münze. Noch eine Münze. Kriegen wir die hin? Ja! Geil! Cricket Dead Body. Oder einfach nur Body. Splash Damage und Tears Up. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Von der Range her. Bisschen mehr Range und es ist ein richtig gutes Item. More Options. Mm-hmm. So. So früh More Options zu bekommen, ist natürlich Gold wert. Ja. Einfach da eine Bombe setzen. Da haben wir unseren Schlüssel wieder. Das ist gut für den nächsten Floor. Larry Jr. Ja, ganz normaler Larry Jr. Kampf halt. Mit nicht viel Prunk und Schmuck und allem. Machen das wie früher. Ah, shit. Schizzle, Manizzle. Das Problem ist einfach, wir haben keine Reichweite damit. Darauf würde ich gerne zielen. So jetzt ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Ja, Meat und Squeezy. Leider Gottes. Für Squeezy ist Meat viel besser. Damage up und HP up. Aber mit unseren Trainern müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Vielleicht war Cricket Buddy ein bisschen zu früh. Da liegt ein Herz. So, ja, gehen wir einfach mal.
und benutzen an Suits. Uff. Damosch. Der Typ hat Schlüssel. Oh ja, mehr Damage ist auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall geil. Hm, die haben keine Bombe. Noch nicht. Oh, stimmt, hier ist ja noch ein Raum. Habt euch nicht so. Wir sind für Freunde, oder? Oder? Aquarius. Yep, Aquarius. Ist 1000-mal besser als Holy Water. 1000-mal besser? Mehr. Da kriegen wir mehr raus. Also Aquarius, klar, fliegende Gegner haben Glück. Hätten wir ja auch. Aber sonst, super praktisch. Ja, da war es noch trickiger, als man denkt. Oh shit, hier ist ja noch gar nicht offen. So ein Scheiß. Mensch. Mensch. Das gibt's doch nicht. Hier ist noch ein Tinted Rock. Wenn ich jetzt keine Bomben bekomme, wäre das echt tragisch, weil jetzt sehen wir ja mal alles. Das sieht auch nicht gut aus. Da, jetzt ficken! Halt still! Mann. Das ist ätzend. Keine Bombe. Ach komm schon, ich pass doch extra auf. Komm. Jetzt bekomme ich wieder keinerlei Room, weil ich diesen einen halben normal Blattklot. Ist das aber ein Range-Up? Ja! Weil jetzt plötzlich macht Cricket's Head Buddy Sinn. Wir haben nämlich ein bisschen Range gebraucht und das ist jetzt schon, ist das gut? Dann ist das jetzt schon gut. Gott, Mensch. So, ich hoffe, das hat man nicht unbedingt gehört. Ja, ich habe ein Mikro rumfuchtel. Ja, Catacombs 1. Ah, fuck. Dann sind das auch noch die. Die kommen zu selten. Ich denke immer, ah, die schießen geradeaus, aufpassen. Und dann gehe ich auf Seite und dann. Nope. Sucker. Ansonsten normal hätte ich Blattklot geholt. Jetzt in diesen speziellen, unter diesen Umständen. Oh shit, hätte ich nicht machen dürfen. Erhöht die Anzahl an Red Chests. Das Problem ist, Red Chests beinhalten oft Scheiße. Mit Scheiße meine ich sogar teilweise negative Sachen. Für uns, wie zum Beispiel Troll Bombs. Zum Beispiel. Noch am Münz. Den Miter. Bedeutet, Soul Hearts, come to me.
Ja, easy. Ja, komm, holen wir uns das. Und die schulde ich mir auch noch. So. Das war aber für den da oben echt unpraktisch, du. Naja. Soll uns ja recht sein, ne? Oh, upsala. Da bin ich auf F gekommen. Das tut mir leid. Piep. Ach ja, gut. High Priestess habe ich eingesetzt. Im Prinzip mache ich damit ja sogar Doppel- oder Dreier-Damage, weil die, was da abspringt, das trifft den ja auch noch. Jupp. Easy. Piep, das war echt peinlich. Ich überleg's mir noch. Wieso überlege ich es mir noch? Pageant Boy, wenn ich einen Schlüssel bekomme und eventuell auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung, weil das sieht auch nicht gut aus. Und ansonsten Health up. Ja, sind sogar zwei verschlüsselte Türen, das sieht also gar nicht gut aus. Aber wir haben eine Bombe bekommen, die uns jetzt auch nicht mehr viel bringt, weil auch da zwei Möglichkeiten. Ich kann ja mal in Erwägung ziehen. So sieht das hier aus. So sieht das hier aus. Soll ich mal versuchen? Ja, machen wir mal, ne? Schön. Ach, das meine ich. Und... Nein. Das würde mir zu viel kosten. Das würde mir zu viel kosten. So. Meine 5 Münzen gehen an den kleinen Racker. Und das war enttäuschend. Also hole ich mir einfach das Health ab und gut ist. Jupp. So machen wir dort. Ne? So machen wir das. Alles klar. Bop, 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 bop. Dann starten hier noch. Und dann war es eigentlich auch. 5 HP. Wir bekommen ja noch recht viele Soul Hearts in Zukunft. Ich bin zufrieden. Curse of the Lost. Ich bin unzufrieden. So, jetzt kann ich auch wieder auf, andere Sachen abzielen. Hauptsächlich dann, wow. Das war knapp. Genau. Danke für den Schlüssel. Auf ich mein Range Up und so. Ja. So, hier ein Range Up und hier ein Damage Up. Aber mit, auf Leben muss ich jetzt so nicht mehr achten. Außer natürlich. Oh ja, die Smartfly. Die ist stark. Außer natürlich, was wollte ich sagen? Ja, Deal with the Devil. So. Gott, es ist bei mir noch so früh. Ich hätte nicht so früh aufnehmen sollen. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. Ah, nicht ganz eine halbe Stunde. Sagen wir... einer Stunde. Ja, vor einer Stunde bin ich aufgestanden. Du hast so lange Zeit... Ja, das Video geht schon 15 Minuten. Also, von einer Dreiviertelstunde... ja, ich hatte eine Dreiviertelstunde, um wach zu werden. Meine Entscheidung. Ich bereue sie.
Aber ich muss Gas geben. Ich muss jetzt noch ein paar Folgen Bang of Isaac aufnehmen, damit ich für die Zeit, wo ich eben weder auf- noch hochladen kann, also aufnehmen und hochladen kann, da ich da Videos habe. Für euch, meine geliebten Fans. Ich hasse euch. So. Wer das sieht, ist doof. Genau. Gebt euer Geld klüger aus. Die Wale sollen schöner werden. Findet Nemo. So. Tuck, 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 tuck. Kurz überlegen. Okay. Ach, fuck, wieso? Wieso die Teile? Oh, sogar noch einer im Champion-Style. Jupp. Das Beste ist, mit dem Splash-Damage kann ich eventuell sogar noch treffen. Das ist geil. So, hier noch ein Soul Heart. Und hier haben wir... Are you... A Wizard. Wieso nur in eine Richtung? Das ist rassistisch. Oh, shit. Ja, ich töte sogar tatsächlich mit dem Scheiß. Komm. Oh mein Gott, Ayo Wizard hat es geschafft. Lockdown. Ah, okay, ich bin wieder normal. Das ist gut. Das ist ganz gut, ja. Jetzt bekommen wir den ganzen Scheiß. Ne? Oh. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was im letzten Run passiert ist. Da waren wir ja so super tanky. Das war geil. Das war richtig, richtig geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. So, wieso bin ich hier reingegangen? Es hat eigentlich tatsächlich einen Grund. Und zwar, Vorsorge. Altersvorsorge, um genau zu sein. Handle jetzt, danke dir später. Wir finden momentan recht viele Schlüssel. Also, warum nicht noch mehr? Wir wollen in die Chests, das dürfen wir nicht vergessen. Also bitte. Spotlight und so weiter. Das ist auch ganz gut. Ein offener Raum mit denen. Echt kacke. Geschlossener geht noch, aber ein offener Raum. No go. No. Signore. No, 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 no. Jetzt haben wir schon mal Schlüssel für den nächsten Floor. Wir haben die Smart Fly in diesem Floor bekommen, nicht wahr? Nicht wahr? Wo sind wir? Catacombs 2. Zum ersten hatten wir den Miter. Dann, oder Cricket's Buddy. Ja, 4. Alles klar, wir haben... Wir haben's, Bitches. Trotzdem noch ein bisschen weiter gucken. Vielleicht. Nee, komm. Ich weiß ja nicht, wo wir schon waren. Das würde zu lang dauern. Habe ich dann doch keine Lust drauf. Aber wir haben wieder einen Schlüssel bekommen. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr? Fühlen Sie es, Mr. Krabs? Oh, nö. Ah, was? Nein. Die Kaka-Queen. Ha!
du das Wartebomben, die ich benutze? Ah, das war knapp. So, Phase 2. Es hört hier wenigstens Raum auf rumzukoten. Wow. Gegen manche Gegner hätte ich da jetzt einen Hit kassiert. Ich sag's euch. Bam, 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 bam. Ah! Ah, es ist vielleicht auch besser, dass die Smartfly mal mit agieren kann. Die ist nämlich besser im Zielen als ich. Ohne Scheiß, die Kacke hat mir jetzt schon was abgezogen. Aber, die Hitbox von der Chariot Queen ist anscheinend etwas präziser. Und ich wehre die ganze Zeit den Laufweg ab. Das finde ich ganz cool. Komm, Smartfly. Ich weiß, du kannst das. Wow. Oder ich mache es eben. Ist auch in Ordnung. Wir haben Pentagramm. Without a doubt. Wir könnten uns den Nail holen. Aber nope. Das möchte ich nie. Naja, ist ja spannend. Okidoki. Wieso möchte ich den Nail nicht? Es wäre ein Spacebar-Item. Und ein gutes dabei. Aber, was würde es uns bringen? Wenn ihr mir darauf eine korrekte Antwort geben könnt, dann seid ihr im Club der Coolen aufgenommen. Ja. So. Ne, ich bin einfach der Meinung, wir bekommen noch so viele Soul Hearts, das heißt, dieser Aspekt, der fällt einfach weg. Apropos Soul Hearts, da unten war anscheinend irgendwo eins. Eine Bombe für diese Kiste. Ja, die roten Kisten, die machen mich nicht so geil. Ja mal, ich stehe da eher auf braune. Ist das rassistisch? Tut mir leid für rote Kisten, aber ich habe ja nichts gegen sie. Ich toleriere sie. Ihr wisst schon. Sind wir in Deutschland? Entschuldigung. Ja. Sie nicht zu holen wäre genauso doof. Ne? Nix zu haben. Habe ich lieber eine blanke Karte. Ich hätte aber jetzt auch gerne eine normale Karte. Hoffentlich eine, die was kann. Und hoffentlich mache ich das nicht so doof wie mit Azazel, diese Karte zu benutzen. So. Manchmal kommen da auch diese Knochenschmeißer raus, ne? Jupp! Jupp! Mom's Knife. Schau mal eine an. Mom's Knife ist wieder eine... Hier war doch noch einer, oder? Sind da nicht zwei rausgekommen? Bis im Weg. Mom Snipe ist wieder eine ganz andere Geschichte, um ehrlich zu sein. Ich möchte aber mit Crickets Buddy agieren. Wenn ich immer noch Zweifel habe, dann komme ich drauf zurück. Aber jetzt so bleibe ich dem eben treu. Ich würde jetzt gerne noch in den Shop. Da könnte nämlich eine Karte for sale sein. Und die zu holen wäre dann natürlich klug. Nicht wahr? Huch, der hat mich schon ein bisschen erschreckt. Hier drin ist ja keine Karte, da ist nur Müll drin. Keine Karte für den Eddie. Das ist schade.
Das ist sogar sehr, sehr schade. Also gehen wir weiter auf unseren Reisen. Nur weil im Shop keine Karte war, heißt das nicht, dass es keine Karten gibt. Au. Au. Ah. Oh, sind wir stark. Siehst du, wir brauchen Mom's Knife gar nicht. Das war knapp. Wir brauchen Mom's Knife trotzdem nicht. Wir sind stark. Schau an. Heiß. Heiß. Ach, hier oben. Nee, 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 nee. Ja, ja. Hau rein. So. Schön, schön, schön. Ist das nicht was? So. Das ist es mir ja mal sowas von gar nicht wert. Die Dead Cat. Der Hierflor, der nervt mich ein bisschen. Zum einen Dead Cat, Blank Card. Die Blank Card war jetzt eine Sache, die habe ich nicht unbedingt gebraucht oder gewollt. Was noch? Ah ja, keine überhaupt Karten. Sehr viele. Ah ja, okay. Sehr viele rote Kisten. Und ja, ist halt meiner Meinung nach nicht das Gelbe vom Ei. So, wir haben Mums Toenail. Der hat uns einmal schon Hilfeleistungen gegeben. Umso öfter eben nicht. Was aber nicht heißt, dass es nicht machen könnte. Ah, da oben. Okay. Jo, dann ich stehe ganz gut. Oder eine Karte! Eine Karte, eine Karte, eine Karte, Karte, Karte. Oh. Naja, haben wir wenigstens eine Karte hier in jedem Floor. Das ist doch auch was. Ah, und wir bekommen more Options. Wobei der Jesus Juice! Wir bekommen kein Deal with the Devil. Nicht so tragisch, würde ich sagen. Gehen aber weiter, ne? So, bada boom, bada bang. Und wir sind schon in the Depths. DOS. Aha. Da wissen wir Bescheid. Wah. Okay, das war nicht so cool. Aber man kann ja auch nicht immer... Oh! Das Problem an Mums Toenail gibt ein gravierendes Problem. Der kündigt sich nicht an. Der kommt einfach. Gegen Mom, da kommt ja... Die sagt was. Oder man sieht den Schatten auf jeden Fall. Ich habe jetzt nichts gesehen. Vielleicht war da ein Indikator. Ich habe nichts gesehen. Monstrous Lunge. Denk drüber nach. Soll ich's holen? Ich hätte ich lieber Mums Knife gehabt. Okay. Könnte spaßig werden. Wir machen's mal. Und fragen später. Ja, es war aber jetzt kein guter Haufen, wenn ich ehrlich bin.
Manchmal sind sie ja noch so, oh, hier ein Dime und da ein Nickel, aber das waren, okay, es waren 7 Münzen. Glückwunsch dafür. Aber, naja. So. Ja. Wenn du jetzt noch irgendwas getroffen hättest, Mom. Gold. Wow. Das war knapp. Huch. Ja, es ist halt gegen einzelne Gegner und auch recht schwache Gegner, also es ist immer so ein bisschen doof. Was macht der denn? Wie kommt der denn da hoch? So, weißt du was? Aha. Komm, geh in meine Suppe. Wieso stirbst du nicht? Ja, 2 Bomben. Nice. So, wollen wir lang? Gehen wir Richtung Shop? Ja, komm, lass machen. Was kostet's uns außer Geld? Das war fies. Da kommen da 4 angestürmt. Da sehe ich noch nicht mal. Alter, ist das dein Ernst? Wie fies. Boah, das war fies im Großen und Ganzen. Wow. Luigi. Batterie. Ist das? Das Problem bei den Stars ist, hiernach kommen keine mehr. Also keine Treasure Room. So. Noch eine Münze? Nein. Den BFF hätte ich aber schon gern. Auch ich habe einen Plan. Weil ich bin klug. Und zwar. Wieso spiele ich mit dem, fragt ihr euch? Das frage ich mich auch gerade. Was ich mich jetzt aber nochmal frag. Zählt Lucky Foot noch? Der Lucky Foot. Normal ist ja dann eine 70% Siegrate bei dem Typen. Bis jetzt. Super. 2 Münzen. Plan B. Willst du mich verarschen? IV-Bag. So. Danke. Die Herzen. Oh, Mom, ohne Scheiß. Bekomme ich ja eventuell wieder aufgeladen. Ich sage eventuell, weil. Vielleicht auch nicht. BFF. Und die Smartfly ist big. Big as fuck. So. Bam 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 bam. So. Nächster Stopp. Moam. Und hoppa.
So. Natürlich, wenn die Welle dich trifft, das tut weh. Wäh. Danke. Huch. Ja, jump without any chains. So. Easy, hä? Huh? Bombe, die ich gern hätte. Oh. Alles klar. Dann rein. Moam. Die Mitte alles feucht halten. So. Wieso kommt da nichts? Muss ich jetzt echt den Kleinen da, bis endlich nochmal was kam? Ach, zu spät. Jupp. Da komm. Wo bist du? Au. Bullshit. Wir wollen in die Chest. Polaroid. Das satanistische Fühl dich gut Buch. Es wäre was Besseres als die Blank Card. Auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt wieder volles Leben, also. Das Problem ist bei der Blank Card, wir hatten jetzt gerade keine so gute Karte. The Sun ist gut, The Devil ist gut, The Death ist gut, Herophant ist gut. Sogar Judgment ist im Prinzip gut. Je nachdem. Und einmal World können wir ja noch. So. Ich weiß, wo ich lang muss. Mehr will ich nicht. Ja. Stare into the eye of death. So lange warten müssen bis zum Schuss, das ist ziemlich erschreckend. Immer wieder. Oh, ein Geist! Ah! Ein Geist! Geister! Geister! Weißbrot! Oh, eine goldene Kiste. Das Problem ist, ich habe nur 3 Schlüssel, weil ich am liebsten 4 hätte. Dort drüben. Ah, schau mal an. Das heißt, wenn wir getroffen werden. Jetzt lauf nicht immer weg, bitte. Alter! Boah, ätzend. Yeah, like a boss. So. Yes. Wow.
Komm mal klar auf dein Leben. Wah! Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, dass er plötzlich, Mann. What a shame. So, ja, ist okay, komm. Halt den Mund. Und das war's. Weiter. Teratoma. Wieso der hier kommt? Aber da zweifle ich doch noch was an. So stark ist Teratoma dann doch nicht. Klar, der nervt, aber auch nicht mehr als oder weniger als Fistula, ne? Denke ich zumindest. Einzige, was mich hier in dem Kampf genervt hat, war, ich konnte nicht ständig schießen. Aber apropos ständig schießen. Speed up, size down. Schade, ich habe jetzt das Falsche über dieses Item gedacht. Dann hätte ich natürlich das Help abgeholt. Egal. Es wird gegen Mums hart, denke ich, schwer oder Idlibs. Hauptsächlich, weil wir nicht Dauerbeschuss leisten können. Ach. Jetzt sind wir zu schnell, so ein Scheiß. Ich muss stehen bleiben und warten, bis ich schieße, sonst fliegt alles irgendwo hin. Ich hätte auf jeden Fall gerne eine andere Pille. Dann setze ich hier eine Bombe. Und schauen wir mal nach. Lockdown. Keine Ahnung. Dann hole ich die keine Ahnung-Pille. Das ist natürlich eine Speeder-Pille. Alles andere wäre so langweilig gewesen. So langweilig wäre alles andere gewesen. Also holen wir die Speed-Up-Pille. Aus dem Run, wo ich Range rausholen wollte und mit Crickets Buddy arbeite, wurde ein Run, in dem wir zu schnell sind. Das ist natürlich wunderbar, ne? Speed up! Eine Bombe für uns. Und wir sind nicht den richtigen Weg gegangen. So. Das Gute jedoch, dass wir in die Chest gehen. Diese Viecher werden uns bei Satan nicht belästigen können. Ich hasse die Teile, ja, abgrundtief, ne? Aber nur bei Satan, so sind die eigentlich kein Problem. Bei Satan, die kommen aus dem Nichts. Und zwar wirklich aus dem Nichts. Die kommen einfach so. Die werden unter deinen Füßen gespawnt, wenn du nicht aufpasst. Das ist super ätzend. So, und dann haben wir hier zwei Bomben. Nope. Zu beiden. Oh, Pin. Das sieht man daran, wie lange die brauchen. Bis sie endlich rauskommen. Und wenn man zu lang braucht, ist es Pin. So, da haben wir schon 6 Schlüssel jetzt. Boah, mit einer Welle haben wir sogar 2 getroffen.
Also das ist schon stark hier mit Monstro. Aber so unbedingt das Richtige ist. So, mein Bester. Ich habe hier was für dich organisiert. Hoffentlich reicht die Bombe aus. Ja, tut sie. 9 Stück. Schuldest mir was. Okay. Mal hier hoch. Ah! Jetzt hat. Okay, ein Schatten wird also angezeigt. Okay. Oh, ich habe zu früh losgelassen. Ich habe nichts mehr gesehen. Weil ich so schnell bin. Ich bin wie Flash. Nee, so schlimm ist es dann doch nicht. Oh, schön. Sehr schön. Da geht Görkling ja von der Hand. Nicht gerade mein Favorit, auf die Teile da zu warten. Aber ich habe ja noch die satanistische Bibel. Und die Smartfly, die ja jetzt permanent Damage macht. Und wir sind trotzdem so schnell. Oh, fuck. Ernsthaft. Oh. Das war's schon? Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Es war plötzlich einfach vorbei. Das war krass. Darauf habe ich echt nicht geachtet. Ich habe gedacht, oh ja, machen wir noch ein bisschen. Und jetzt kann ich wieder schießen. Ich achte jetzt viel mehr auf mich, weil ich eben auf die roten Backen achte. Ne? Und dann war Mama schon tot. Das ist ja unglaublich. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Das wundert mich echt ein bisschen. Oh mein Gott. Erschreck mich doch nicht so. Himmel. Ach, Greed. Ich überleg's mir. Wenn das nicht. Geh. So, da ging's nicht weiter. Ein schwarzer Death. Explodiert er? Nein, er spawnt aber die Teile, die mich schon so nerven. Ach, hier geht's eh nicht weiter. Das heißt, ich kann auch flüchten. Und hier wieder raus. Yeah. Das ist cool. Ja, geil. Super Greed. Nicht, dass Super Greed wirklich geil wäre. Das ist sogar eher nicht. Und irgendwie einfach versuchen. Was? Ich müsste doch dazwischen durchlaufen. Ach, Gottchen. Oh, Yippie, den Quarter. Da bin ich aber glücklich. Ach, Mann. Viel zu spät. Wow. Hat die Smartfly da gerade was gestoppt? Das wäre super cool. So, du bist weg. Die kriege ich gleich beide zusammen. Ah, nicht ganz. Okay. So. Ich sehe den da oben nicht, deswegen würde ich mir viel lieber den da holen.
Weil ich bin in einem Nachteil, wenn ich den nicht sehe, aber die Tränen verfolgen mich, ne? Und ich bin so schnell. Wow. Piep, 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 piep. Leben hier! In einer voll doofen Welt. Voll doofe Welt. Ich will nur eins. Ich will leben in die Kiste. Und die am besten auch noch schaffen, weil sonst war es alles ein bisschen umsonst. Piu. Okidok. Quatsch. The End. Und da sind wir wieder voll. Da sind wir voll. Das ist prima. Was könnten die eigentlich auch singen? Es kommt dasselbe bei raus, ne? Wah! Oh, natürlich hau ich den so weit hoch. Ätzend. Das sind so Sachen. Verdammt, da ärgert man sich so richtig. Hey Monstro, kommt dir das bekannt vor? Ah, die Smartphone hat schon wieder was abgewehrt. Danke. Ernsthaft, danke. Das müsste ja dann jetzt zu Ende sein. Yes, Sir. Ist das dein Ernst? Es ist mir sogar scheißegal, was hinter der Tür ist. Den Raum, das ist Selbstmord. Man kämpft lieber gegen zweimal Greed. Jo, zweimal Greed ist gut. Oh ja, ein Steam Sale. Auf den habe ich noch gewartet. Oh, und 41 Münzen. Ja, aufgeladen haben wir nicht mehr. Aber das ist nicht so schlimm. Isaac, auf die linke Seite. Die linke Seite gefällt mir nämlich sehr. Ohne Scheiß, der schießt über mich und trotzdem werde ich getroffen. Ah, die Smartfly macht jetzt permanenten Damage. Hey, der hat auch Crickets, Buddy. Was nicht unbedingt schön ist, weil Cricket ist tot. Au. Ja, ja, mach du mal. Zack. Lieber hier hoch. Knapp daneben, Mom. Knapp daneben. Au. Au, 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 au. Geh mal hier hoch. Wunderbar. The End. Oh, da hat man... Ja, okay, wir wissen, dass es weitergeht. Komm. Lass mal das mal links liegen. Direkt weiter. In die Chest. Schlüssel haben wir keine. Das heißt, was das angeht, müssen wir eh nochmal wiederkommen. Was hier unten rechts ist... Nicht cool. Das ist diese Experimentation-Shit, der uns mit Maggie mal so richtig eins ausgewischt hat. $3 Bill, y'all. Auch die $3 Bill ist nicht sonderlich cool. Fuck yo. Ich kämpfe so selten gegen den.
Quark. Nee, auf jeden Fall tauscht alles, was du kannst, gegen, fasst das zusammen und gibt das anders wieder da, als es ist. Das heißt, du könntest mit, Super Speed, aber einem scheiß Damage rauskommen. Und ganz ehrlich, meine Werte bis auf Speed gefallen mir eigentlich. Es sind noch nicht mal Gegner da. Gott, Mams Kacke. Okay. Mr. Boom. Nope. Ah. So, Last erwischt. Greed auch. Raph ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Der Raum hier, der ist unglaublich. Der ist unglaublich. Oh Mann! Wer stehen bleibt, verliert. Anscheinend. Wo sind denn die zwei? Ah, einer. Der andere ist... Natürlich war das super Damage von mir. In dem Sinne ist die Chest schwieriger als die... als der Dark Room. Das ist alles... viel schwerer. Danke. Okay, das hier ist auch im Darkroom scheiße. Zuerst einen, wie man es in der Grundschule gelernt hat. Und jetzt den anderen. So, was gibt's hier unten? Ah ja, das ist cool. Boah, ohne Spaß. Ey, ach. Es nervt, es nervt total. Ah! Ach, verdammt. Genau. Zack. Oh, okay. Zack. Ja, und zack. Das ist das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Und natürlich, was passiert? Wieso ist das das Schlimmste? Guck mal, wo wir sind und wo wir jetzt durch müssen. Geil, oder? Wir waren da! Aber was Gutes bleibt uns in diesem Run wohl... Also, etwas... Ja... Was Gutes bleibt in diesem Run etwas vergönnt. Gell, Mom?
Okay, aber wenigstens. The Virus. Okay. Bin ich zufrieden. Wow. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, ist mir sowas von Latte. Alter. Ich bin Death sein Vater. Wenn nicht sogar Großvater. Der hat meinen Kampfstil von mir, oder was? Nicht die geringste Ahnung, was das für Tränen sind. Ich komme gerade nicht drauf. Zweimal Husk und zweimal Duke of Flies. Das ist natürlich echt nervig. Wären die alle nicht so super schwach. Ja. Muss nur aufpassen, wo ich hintrete. Da war Mom anscheinend. Hatte wieder einen ihrer Auftritte. Und noch der Husk. Okay, jetzt nur noch aufräumen. Das kriegen wir hin, denke ich. Halt still, danke. Und so, ups. Hey, wir bekommen einen Schlüssel dafür. Mr. Boom. Ja, ich wäre gern ein bisschen bereiter, aber das Risiko ist zu groß. Dann gehen wir eben so rein. Also der wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Mach mal klar hier. Ah, shit. Ich merke schon, ich habe viel zu selten gegen den gekämpft. Viel zu selten. Ich habe versehentlich eine Bombe gesetzt. Fällt mir jetzt auf. Nicht cool. Mm-mm. Ich könnte noch nicht mal sagen, woran es lag. Es war irgendwie... Meins. Es muss auch an nichts liegen. Wir haben es nämlich geschafft. Geil. Das war aber knapp. Hör mal. Der Endkampf, der ist nicht so gut gelaufen. Ich hab wohl... ich war in letzter Zeit wirklich oft in der, im Darkroom. Da ist die Chests so viel lustiger, weil die Kisten besser, also einen höheren Wert haben. Auf jeden Fall. Der Darkroom an sich, dahin zu kommen, finde ich schwieriger. Der Darkroom selber ist einfacher. Der Endkampf, nach dem Kampf gerade, würde ich nicht sagen, dass einer von beiden unbedingt schwerer oder leichter ist. Da haben sie einen guten Ausgleich geschaffen. Aber Satan finde ich schwieriger als Isaac. Aber zum Blue Baby zu kommen, ist schwieriger als zum Lamp zu kommen. So, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Ed Wingman und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Bis dahin, ciao.